Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Snow hier. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Snow hier. Ein Spiel aus dem Hause NSV, eine Welt im Wandel. Ja, Steffen Bendorf, der Autor. Und das Spiel geht 15 Minuten ab 8 Jahre. Boah, was für Jüngere, Ältere, dazu später mehr im Fazit. Weil ich möchte es euch spielerisch erst einmal zeigen. Weil steht ja auch drauf 1+. Also man kann es auch solo spielen. Ihr merkt gleich, man kann es zu 2, zu 4, zu 6, zu 8 und so weiter spielen. Aber lasst euch überraschen, ist sehr ungewöhnlich. Und alle Karten, die braucht man groß gar nicht mischen, die habe ich hier. Und die mische ich jetzt, mache ich gerne. Wie mische ich alles? Und zwar lege ich die jetzt einfach mal so aus. Ihr nehmt es einfach, die Karten, mischt die ein bisschen auseinander. Ich muss mal schauen, dass das alles auch passt von der Kameraeinstellung. Und legt hier so einen Feuerteppich aus. Wichtig, die Karten müssen immer zusammen sein. Also es sollten keine Karten auseinander liegen. So könnte das jetzt beispielsweise aussehen. Ich kann auch hier ein bisschen rüber oder hier ein bisschen rüber. So passt es. Ja, könnte ein bisschen schwierig werden. So sieht jetzt zum Beispiel meine Auslage an. Hier machen wir noch vielleicht ein paar Karten hin. So, ich glaube, so lassen wir es jetzt einmal. Und Aufgabe ist es, ja, dieses Feuer zu löschen. Das heißt, ich nehme mir, immer wenn ich am Zug bin, eine dieser Feuerkarten, drehe die um und lege die Wasserseite drauf, seht ihr gleich. Und wir versuchen hier diesen ganzen Feuerteppich zu löschen. Dann haben wir perfekt gespielt, dann haben wir quasi das Spiel wirklich perfektioniert, auf jeden Fall gewonnen. Sind da noch Lücken? Na, das kann man verbessern. Dann spielt ihr je nachdem weitere Runden. Welche Karte darf ich denn nehmen? Eine freiliegende Karte. Also Karten, die unten drunter liegen. Ein Millimeter Abstand ist okay, aber diese ist blockiert. Das heißt, ich nehme diese, die ist frei. Die nehme ich zu mir und drehe sie um. Das ist keine Schneeflocke, weil da gibt es auch Schneeflocken und die lege ich jetzt irgendwo drauf. Naja, natürlich nicht identisch, aber ich versuche den Feuerteppich jetzt zuzudecken. Das heißt, ich lege sie hier drauf. Ah, da liegt noch eine freie Karte. Dann nehmen wir die, wenn ich da hier schon anfange. Das heißt, auch hier lege ich die einfach hier drauf. Der Nächste ist dran oder ich bin dran. Man merkt, das kann man auch solo spielen. Ich decke die nächste drauf. Okay, hier kann man abdecken. Nehmen wir mal die auf der Seite. Jetzt muss ich aber schon schauen. Da decke ich die ab. Und ich will natürlich noch die ein oder andere besondere Karte euch zeigen. Ansonsten muss ich da jetzt einfach ein bisschen improvisieren. Aber ich nehme einfach die Karten. Oh, da liegen noch sehr viele Karten. Okay, die lege ich mal hier rüber. Dann nehme ich auch gleich hier die nächste. Das passt. Ich mache es ein bisschen schneller. Man muss natürlich schauen, dass nichts verrutscht. Ihr legt die immer wieder ab. Oh, hier haben wir die Schneeflocke. Und genau das wollte ich euch zeigen. Das ist die einzige Sonderkarte in diesem Spiel. Die legt ihr zur Seite. Die dürft ihr einsetzen, wenn ihr keine Feuerkarte mehr nehmen könnt. Wann darf ich die nehmen? Wenn hier alles soweit bedeckt ist, dass ich hier keine offenliegende Karte mehr nehmen kann. Dann ist das Spiel quasi zu Ende. Ihr dürft allerdings dann noch am Schluss diese Karten dann nehmen mit dem Schneesymbol und dann nochmal drauflegen und habt es vielleicht dann geschafft, diesen ganzen Feuerteppich abzulegen. Aber hier ist das jetzt quasi, lege ich zur Seite, dann lege ich die nächste Karte hin. Da denkt man eben aufgrund vom Symbol ist das bestimmt die Karte. Nee, von wegen. Also ist alles zufällig gestaltet. Okay, da passt es jetzt. Die darf ich nicht nehmen, die hängt hier, aber die darf ich nehmen. Und so ist das Ganze, so funktioniert das Spiel und deswegen spiele ich das jetzt solo. Oh, jetzt wird es schon schwierig, da kann ich zum Beispiel gar nichts mehr nehmen, Jörg. Das heißt, da habe ich jetzt aber schlecht gespielt. Da liegt ja gar nichts mehr frei. So, schon Spiel schon fertig, war ich jetzt wirklich so schlecht. Okay, ich kann die noch ablegen, aber hier kann ich gar nichts mehr nehmen, da liegt nichts mehr frei. So, jetzt habe ich es euch komplett sogar demonstriert. Jörg, das war kein gutes Spiel. Das geht besser. Natürlich hängt es immer davon ab, wie groß ihr diesen Feuerteppich macht. Umso größer, es muss aber zusammenhängend sein, desto einfacher ist es. Probiert es einfach mal aus. Das war auf jeden Fall die Spielvorstellung. Und jetzt noch ein ganz kurzes Fazit. Snow hier ist ein Spiel, wo man nicht viel erklären muss. Man kann sofort losspielen. Die Erklärung dauert quasi 10 Sekunden. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil ich euch noch ein paar Beispiele gezeigt habe. Aber ist wirklich ein schnelles Spiel, was man auch solo spielen kann. Zu zwei, zu dritt, zu viert. Kein Problem. In größerer Runde auch. Naja, eine gewisse Spieleranzahl. So bis 4, 5 Personen macht durchaus Sinn. Müsst ihr entscheiden. Ihr habt es jetzt gesehen. Abhängig natürlich auch von den Möglichkeiten, die ihr zu Hause habt. Mit wem ihr spielen wollt. Aber das können auch Jüngere super mitspielen. Da steht zwar ab 8 Jahre drauf, aber das kann geübter 6-Jähriger auch schon super mitspielen.
mitspielen, wenn man da ein paar Hinweise gibt. Also das als Hinweis. Es ist aber jetzt kein Kinderspiel, es ist schon ein Familienspiel und das soll es auch sein. Mit ungewöhnlichem Ablauf, wo einfach sehr schnell geht, mit einem anfänglich hohen Aufforderungscharakter, weil jeder will auch mal eine Karte ziehen und da endlich mal das Feuer dann ablegen. Also aus meiner Sicht, wo wir es gespielt haben, unterschiedlichen Runden, war der Aufforderungscharakter anfangs sehr hoch. Allerdings hat er auch nachgelassen in vielen weiteren Partien, weil gerade mit, ich habe es jetzt auch mit geübten Kennerspielen, Vielspieler, Expertenspieler gespielt, die haben es einmal gespielt, da haben sie gesagt, ja, wir haben alles gesehen, das brauche ich jetzt nicht nochmal spielen. Also das hatte ich quasi in den ganzen Runden oft erlebt und der Aufforderungscharakter, der Wiederspielreiz war nur gegeben bei Jüngeren mit Kindern, wo ich es gespielt habe, weil die haben es Spaß gemacht. Die haben gesagt, das geht nicht, wir kriegen doch das dann hin. Dann haben sie das wieder anders gelegt, ein bisschen breiter, ein bisschen weiter. Enger zusammen, immer wieder anders. Und der Wiederspielreiz bei Kindern hat nur nachgelassen, wenn man es einmal geschafft hat. Weil dann war dann wirklich, da hieß, Jörg, warum soll ich das dann jetzt nochmal spielen? Weil wir haben es ja geschafft. Ja, da hast du recht. Klar, wir haben es geschafft. Wir können das jetzt mal weiter probieren, nochmal probieren, aber nicht gleich. Das legen wir erst mal auf zur Seite. Das war die Meinung, die ich dann bekommen habe, wo ich es dann mit Jüngeren, also mit Kindern gespielt habe. Ich habe es mit meinen Kindern auch gespielt, hat auch super funktioniert. Aber da haben wir es auch dann schon geschafft und da war auch der Reiz ein bisschen weg bei dem Spiel. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Ist aber auch ein super Spiel, wo man perfekt mit Gelegenheitsspielern dann spielen kann, wo man einfach sofort loslegen kann, wo man nicht viele Regeln hat. Man hat ja wieder das ganze Material, man kann das auch super verstauen, sofort in der Box. Man hat hier keinen Aufwand, was das Spiel angeht, den Aufbau angeht, den Zusammenbau. Man schiebt einfach wieder alles zusammen und legt alles wieder in der Box rein. Das wirklich, der Aufwand ist sehr gering. Auch was die Anleitung angeht, also auf ein, zwei Seiten ist das erklärt, man hat sogar nur eine Hilfekarte beigefügt, die man quasi groß gar nicht braucht. Aber die ist aber auf jeden Fall auch dabei. Ist ja meistens, denke ich, auch der Produktion geschuldet. Wenn da noch Restkarten übrig sind, dann nimmt man es ja auch gerne mal als Übersichtskarte. Aber ansonsten ein schnelles Spiel. Aber schaut, ich denke, aufgrund vom Video wisst ihr Bescheid, ob das was, mit wem ihr das spielt, wie oft ihr das spielen wollt, für welche Zielgruppe ihr das spielen wollt. Ihr könnt es sicherlich zum Beispiel auch im Kindergarten nutzen, für einen Jahrgang der 6-, 7-Jährige, die vielleicht jetzt in die Schule kommen, für die Grundschule, erste Klasse. Wenn ihr es als Brettspiel-AG nutzen wollt, mit welchen, die groß gar nicht spielen, die einfach losspielen, die nicht lange zuhören wollen, was die Regeln angeht, die sofort anfangen wollen. Dafür ist es auf jeden Fall auch ein Spiel. Also ich denke, ich habe euch auf jeden Fall viele Infos gegeben. Ich habe auch meine Gruppe mit manchen Spielen gar nicht mehr, weil es auch gar keinen Sinn macht. Aber wenn ihr es euch holen wollt, dann gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch. Bleibt natürlich euch überlassen. Aber es müssen nicht nur Spiele sein. Ihr zahlt dafür nicht mehr. Und das waren alle Infos zu Snowy. Ein Spiel, was durchaus ein bisschen spaltet. Habt ihr auch gesehen. Also Wiederspielreiz sehr, sehr stark abhängig von der Gruppe. Klar, wenn man es geschafft hat, geht der gewisse Reiz dann auch verloren. Aber das hat jetzt alles in dem Video gesehen. Eure Eindrücke, Meinungen könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren kundtun. Ansonsten war es das zu allen Infos zum Spiel. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.